Na Leute, habt ihr nächstes Wochenende schon was vor? Irgendwie eine kleine Planung für dies, das oder auch Ananas? Ich hätte da ja eine kleine Empfehlung für euch. Ja? Falls ihr Zeit und Lust habt, würde ich mich sehr über eure Anwesenheit in Hannover freuen bei der Mesh & Laces 3. Sehr viele, sehr coole Leute auf einer sehr tollen, liebevoll organisierten Sneakermesse. Und mittendrin versuchen Benny und ich, den ganzen Laden durcheinander zu bringen mit unserem kleinen Stand. Wir bringen ein bisschen Kaffee mit, ein bisschen Kaffeetassen, können Schwätzchen halten, haben auch ein paar Shirts im Gepäck. Also freuen uns einfach auf euch, auf coole Gespräche. Nächstes Wochenende, 16. Juni in Hannover, Mesh & Laces 3. Ich hoffe, wir sehen uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Turnschuh TV. Wir haben in den letzten Monaten wirklich gar nicht mal so wenige Kommentare von euch bekommen, dass wir doch einen bestimmten Schuh endlich mal reviewen sollen, nämlich den Adidas Ultra Boost Climber, der seit ein paar Monaten erhältlich ist. Und während beim Ultra Boost, je weiter diese Produktlinie fortschreitet, die Schreie nach, hey, wir wollen das 1er Upper wieder haben, immer und immer und immer lauter werden, war der Climber einer der ersten, wo wirklich wieder viele Leute gesagt haben, wow, das ist mal eine Weiterentwicklung, das ist mal ein Schuh. Zu Beginn kam er in Schwarz-Weiß, den finden wir toll. Und deshalb haben wir uns gesagt, jetzt in dem Fall, wo dann auch noch ein Special Project zusammen mit Parley for the Oceans in den Handel kommt, stellen wir euch den Ultra Boost Climber mal vor. Kommen wir zum Schuh an sich. Das ist ein ganz klassischer Ultra Boost, so wie wir ihn eigentlich kennen. Unten ein Stretchwrap von Continental, Torsionbein in der Mitte, Boost-Sohle plus dann das Ultra Boost Prime Knit Upper. Was sich vom Ultra Boost, wie wir ihn kennen, mal losgelöst von der Webung des Uppers zwischen Version 1, 2, 3 und 4 verändert hat, ist das Climber Upper. Adidas arbeitet mit solchen tollen Begriffen wie Climber Cool, Climber Heat, Climber Chill. Das sind immer wieder knitted Materialien, die dann eine bestimmte Funktion erfüllen. Climber Heat sorgt also für ein bisschen mehr Wärme am Körper und dass einem im Winter nicht kalt wird. Climber Cool wohl für das Gegenteil, für eine bessere Belüftung und so, dass der Körper gekühlt wird. Und das ist auch in diesem Fall der Fall. Man hat das Prime Knit so angeordnet, das sieht man hier vorne, dass die Löcher, die Öffnungen hier ein bisschen größer sind als gewöhnlich. Die Luftdurchlassung, der Luftdurchlass, dafür würde ich mich jetzt gerne entscheiden, ist etwas höher. Und das, was man sich dann beim Climber noch gedacht hat und das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Ultra Boosts, ist hier an der Seite auf dem Cage. Und zwar, dass das Knitted Material hier auch noch mit übernommen worden ist und auch diese schöne Perforierung hat wie der Rest des Schuhs. Schwarz und Weiß sind sie gestartet. Jetzt zusammen mit Parley for the Oceans ein Ultra Boost Climber, den ich sehr schön finde. Parley for the Oceans, für die, die es tatsächlich noch nicht gehört haben sollten, ist ein Projekt, was hauptsächlich auf den Malediven die Ozeane abfischt und den ganzen Plastikmüll da rauszieht und aus dem Plastikmüll Garne herstellt, aus denen dann neue Dinge gemacht werden können. Adidas hat sich gesagt, so Mensch, dann lass uns doch ein paar Schuhe daraus machen. Und so ist hier hinten dieses Parley Signature Element, das Heel Cage. Der Rest des Materials aber auch zu, glaube ich, 95% aus Müll aus dem Indischen Ozean gefertigt. Immer so ein bisschen melierten Eindruck, deshalb nie so ein rein weiß oder ein reiner Farbton drin. Mir gefällt es ganz gut, dass eben auch noch so ein bisschen so ein dunkles Garn hier und da mit durchblitzt. Zum einen hier vorne der Farbton, der hinten auch auf dem Heel ist, dieses Türkisgrün oder dieses Meeresgrün, zum anderen noch ein dunklerer Farbton, den es vor ein paar Wochen, dieses dunklere Blau, schon mal als Ultra Boost, als einen ganz normalen Ultra Boost gab. Ich hatte mir jetzt hier eigentlich noch, was ich richtig geil fand, euch, um das zu verdeutlichen, wo die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen liegen, noch einen Ultra Boost in Multicolor in dem Fall, aber das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben alle verstanden, worum es hier geht. Was ich sehr schön finde, ist noch, dass normalerweise die Hangtags ja mit so einem Plastikkordel oder Plastikband befestigt sind und das Ganze hier auch so beschichtete Materialien sind. Das ist hier ein bisschen umweltfreundlicher, was ich sehr gut finde, weil es würde ehrlich gesagt keinen Sinn für mich machen, wenn man jetzt hier ein Plastikbändchen hätte. Das wäre dann so ein bisschen, ne, ihr wisst schon, die ganze Kiste ad absurdum geführt. Ich finde den Ultra Boost Climber
sehr, sehr schön. Ich finde ihn sehr bequem. Er passt mir true to size. Ich finde das grundsätzlich einen schönen neuen Ansatz auf diese Ultra Boost Geschichte, einen sommerlichen Ansatz, deshalb auch sehr zu empfehlen für die gerade beginnende Jahreszeit. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein Fan von der Parley-Kiste. Ja, wir können gerne darüber diskutieren, ob das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein drauf ist besser als kein Tropfen auf den heißen Stein drauf. Und deshalb finde ich das eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Kommt jetzt in den Handel für 180, nein, für 200 Euro und sieht so am Fuß aus. Freunde des Lichts, die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Der Parley Ultra Boost Climber kommt dieses Wochenende. Könnt ihr käuflich erwerben bei den Retailern zum Beispiel, die wir euch unten in die Infobox gepackt haben. Falls ihr am kommenden Wochenende noch nichts vorhaben solltet, ich sagte es bereits zu Beginn, kommt doch gerne in Hannover vorbei. Mesh & Laces 3 inklusive mir und Benny von Turnschuh TV und mächtig viel Kaffee im Gepäck. Wir freuen uns auf euch und über euch. Und jetzt die üblichen kleinen Hinweise zum Schluss. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und alle Dinge, die ihr gerne loswerden möchtet, könnt ihr gerne als Kommentar hinterlassen. Freue ich mich bis dahin. Macht euch einen schönen Tag noch. Kommt gut ins Wochenende rein. Tschüss.